Hallo zusammen zu einem neuen Video zum Thema Elektromobilität des Porsche Zentrum Moers. Heute nehmen wir euch mit zu einem Kunden. Wir fahren gemeinsam Richtung Hahn. Der Kunde hat seit längerer Zeit einen Taycan und wir wollen mal hören, wie sind seine Erfahrungen, was kann er empfehlen, was war besonders gut, was vielleicht auch nicht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. Hallo Marc. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt sind wir gerade in Hahn angekommen, hier bei Firma Brauchmann. Das ist Marc Brauchmann, Eigentümer der Firma. Normalerweise geht es hier um Fliesen, Marmor und Bäder im Allgemeinen. Heute reden wir aber etwas über den Taycan. Und ja, ich habe gesehen, der Wagen steht draußen. Können wir uns gerne mal anschauen. Machen wir, gerne. Ja, Marc, wie lange hast du den Wagen schon? Wie viele Kilometer seid ihr schon gefahren, so ungefähr? Ich habe den Wagen jetzt seit anderthalb Jahren und wir sind ca. 16.000 Kilometer gefahren. Ja. Ja, es klappt hervorragend. Wie gesagt, wir laden ihn immer zu Hause an den Docking Stations oder hier in der Firma. Klappt hervorragend. Also einwandfrei. Ich sehe schon, ihr habt den Wagen gerade angeschlossen, nutzt hier auch das Porsche Ladedock, glaube ich, mit dem dazugehörigen Ladegerät. Genau. Also laden meistens dann zu Hause oder halt hier in der Firma. Ganz genau. Oder wenn man mal längere Strecken fährt, halt an den öffentlichen Ladesäulen, was ja auch relativ schnell jetzt geht, 20, 25 Minuten. Mhm. Aber es ist schon praktisch, das zu Hause oder halt hier zu laden. Und jetzt halt, wenn man eher arbeitet, das ist super. Ja. Vielen Dank für den Kaffee. Ja, gerne. Aber zurück zum Auto. Mhm. Warum hast du dich denn damals für den Taycan entschieden? Ja, ich finde gerade der Taycan spiegelt zwei Sachen. Wieder einmal ein sehr sportliches Auto, was man eben auch von Porsche kennt. Und es ist wirtschaftlich, eben dadurch, dass es elektrisch ist. Ja, und natürlich die Form. Eine sehr, sehr schöne Form, sehr geschwungene Form und sehr charakteristisch. Ja, also gefällt dir im Prinzip das Gesamtpaket einfach. Ja. Fährt gut, sieht toll aus und ist einfach ein perfektes Auto in der Hinsicht. Wunderbar. Und was mich noch interessieren würde, bist du mit dem Taycan schon mal irgendwie in Urlaub gefahren oder hast generell weitere Strecken zurückgelegt? Ja, wir sind damit schon in Urlaub gefahren, so ca. 550 Kilometer. Es hat super geklappt, halt da eine öffentliche Ladestation genutzt. Und das Laden ging ja auch verblüffend schnell. Es war 20 Minuten, war das Auto fast voll. Ja, okay. Also das heißt, normalerweise lädst du den Taycan im Alltag zu Hause oder hier in der Firma. Und wenn es dann um Urlaubsfahrten geht, dann an der Schnellladestation. Ganz genau. Das ist super praktisch. Während ich arbeite, lädt das Auto das gleiche zu Hause einfach optimal. Wunderbar. Gibt es denn beim Taycan ein spezielles Feature, was dir da besonders positiv in Erinnerung geblieben ist? Oder welches du besonders oft nutzt vielleicht im Alltag? Ja, was ich wirklich beeindruckend finde und was ich an keinem anderen Auto bisher gesehen habe, dieses doppelte Display. Wenn zum Beispiel meine Frau neben mir sitzt und die Navigation einstellt oder ein Hotel sucht, dann ist es super praktisch, dass sie sich nicht immer in die Mitte lehnen muss, sondern wirklich direkt von ihrem Beifahrersitz aus das Display bedienen kann. Und das ist, finde ich, wirklich was Ausgefallenes. Eine super, super Idee. Ja, also auch wenn es nochmal einen neuen Taycan geben sollte, Beifahrerdisplay ist auf jeden Fall wieder mit an Bord. Definitiv. Ja, Marc, vielen Dank, dass wir dich hier besuchen durften in der Firma. Fand ich super interessant, mal ein paar Einblicke aus Kundensicht zu erfahren, was besonders gut ist, wie das alles so funktioniert. Und ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Unter Garantie. Bis dann. Ciao.